Und der Hund ist auch wieder dabei. Und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist das mal ein anderes Video. Und zwar sprechen wir heute mal über Blutgruppen. Und zwar habe ich das mal Lust, das darüber so ein Video zu machen. Über verschiedene Blutgruppen und ihre Antigen, was sie bewirken. Das, bevor ich teile dieses Video zwei Teile. Einmal, was es für Blutgruppen gibt und was ihre Reaktionen sind auf die einzelnen hier Antigen. So, fangen wir an mit Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 1 sind die ganzen Antikörper. Und zwar gibt es, also es gibt die ganzen Blutgruppen. Es gibt ungefähr 4. Es gibt dann noch dieses Positiv, Negativ, etc. pp. Und wir fangen erstmal an mit Blutgruppe A, das ist das, was die meisten haben. Dann B, die haben 0. Und AB, AB ist die seltenste. Selbst 0 ist besser, häufiger als AB. Und B, AB sind halt dann die meisten. Ja, kommen wir zu Punkt 2. So, bevor ich erkläre, was hier ist, hole ich erstmal die Antigen. Die Antigen sind Antigen A und Antigen B. Es gibt nur 2 davon, obwohl 4. So, Anti-B und Anti-A. Anti-B sorgt dafür, dass sich A und ich hole jetzt mal A, B, kannst du gar nicht wegtun. Zum Beispiel Anti-B. Anti-B verklammert sich, also verklumpt sich mit A und das kann also Anti-A mit Anti-A, Anti-B mit B und deswegen kann halt Anti-A, also ihr müsst das so verstehen, Anti-A ist in Blutgruppe B drin, also im Plasma halt, also in der Flüssigkeit und Anti-B ist in Blutgruppe A drin und wenn die sich dann treffen würden, dann würden die halt verklumpen und dann würden die halt sterben. So, das jetzt mal so. Hole ich jetzt hier noch Blutgruppe A und dann sehen wir uns gleich. Also, ich erkläre das jetzt mal. Okay, also, was hat Reaktionen? Holen wir uns das mal Blutgruppe A. Blutgruppe A beinhaltet, wie ich gerade schon angesprochen habe, Anti-B. Anti-B, also Blutplasma A und Blutplasma B vertragen sich nicht. Die würden verklammern. So. B beinhaltet Anti-A, hier in Gelb dargestellt. Also das hier ist B und das ist Anti-A. Also hierfür. Dann haben wir noch Blutgruppe 0 und Blutgruppe A, B. Im Blutplasma A, B haben die keine von diesen Antigenen, sondern können die aber alle enthalten. Deswegen kann AB nicht von AB oder A bekommen. Entweder von 0 oder von sich selbst. Blutgruppe 0 hat beide Antigen im Blutplasma, aber kann halt, wenn zum Beispiel B dazu kommt, kann es nicht verklumpen. Also ist B, also ist 0 das beste Blut für die Krankenhausoperation. Ich hoffe, ich hab euch ein bisschen geholfen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag und tschüss.